Munai für die Inkas, Munai für die Kerus heute, bedeutet, ich kann eine Harmonie zwischen meinen Gefühlen und meinem Willen herstellen. Und mein Wille sitzt in deinem Inka-Samen, in meinem ganzen Potenzial. Das ist mein Wille. Wenn ich diese beiden Faktoren zusammenbringe, dann könnte ich sagen, steht die Liebe unter meinem Willen oder mein Wille und meine Gefühle gehen Hand in Hand. Munai bei den Inkas war ein Training. Und das ist das, was ich persönlich als eines der großartigsten Geschenke überhaupt empfinde. Es geht in dieser Tradition gar nicht mal so sehr darum, zu verstehen, was es ist. Es geht darum, ein Training zu durchlaufen in 4 Schritten, um selbst zu spüren, was Liebe für jeden Einzelnen bedeutet. Denn am Ende sind die Gefühle etwas sehr Persönliches. Ich habe ein anderes Gefühl von Liebe als jeder andere von euch und umgekehrt genauso. Und dieses Training in 4 Schritten läuft folgendermaßen ab. Im ersten Schritt gibt es eine Initiation, das Öffnen der Energiezentren und das Anlegen der Energiebänder. Wenn man diese erlebt, spürt man plötzlich ein Gefühl von unglaublicher Vertrautheit, von Kraft, von Einssein mit dem Ganzen. Und plötzlich passiert etwas, was ich als Eigenliebe bezeichne. In dem Moment, wo ich anfange, diese Initiierung als Übung zu begreifen und sie für mich unregelmäßig, aber zu machen, wann immer ich es möchte, fange ich an, meine 4 Zentren miteinander zu verbinden und ein Gefühl von Integrität zu erhalten. Habt ihr schon mal jemanden gehört, der sagte, weißt du, eigentlich wollte ich das tun, aber plötzlich habe ich was ganz anderes gemacht. Das ist jemand, der seine Impulse und seinen Verstand nicht harmonisiert. Mein Herz sagt das eine, mein Verstand sagt das andere. Diese 2 sind nicht harmonisiert. Im zweiten Schritt fange ich an und verbinde meine Energieblase, ihr könnt sagen meine Aura, mit der eines anderen Menschen. Und in dem Moment, wo ich die beiden Energieblasen harmonisiere, erlebe ich ein Gefühl von unendlicher Vertrautheit. Das ist die erste Stufe zur Liebe. Ich spüre, der andere ist ein Mensch so wie ich und ich kann den lieben, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne. Im dritten Schritt mache ich das Ganze mit einer großen Gruppe von Menschen und spüre, dass ich mich mit allen Menschen, mit allen Charakteren verbinden kann, ohne Wenn und Aber. Und ich spüre diese ganz tiefe Verbundenheit zwischen mir und dem ganzen großen Einssein. Und in dem Moment, wo ich weiß, wie Liebe sich für mich anfühlt, die einen haben mehr Herz, die anderen haben mehr Willen drin. Die einen haben es etwas trockener, die anderen haben es gerne wärmer. Aber in dem Moment, wo ich weiß, wie es sich für mich anfühlt, mache ich den letzten Schritt. Und dann lerne ich die Magie dieser Tradition kennen, nämlich zu lernen, wie ich Munai selbst herstellen kann, ohne eine Gruppe von Menschen, damit ich es machen kann, wann immer ich es brauche. Ich bin unabhängig, wann immer ich das Gefühl habe, nicht geliebt zu werden, kann ich diese Liebe mir selbst geben. Und dieses Munai fühlt sich genauso an, wie das Gefühl, verliebt zu sein.